Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu meinem Online-Vortrag Grünkraft für die Leber. Mein Name ist Margret Madeisky. Ich bin Heilpraktikerin, Autorin und Mitbegründerin von Natura Naturans, Arbeitsgemeinschaft für traditionell abendländische Medizin. Ich möchte Sie jetzt ungefähr eine Stunde lang entführen in die Welt der Leberheilpflanzen. Bevor wir anfangen, möchte ich Sie aber noch darauf hinweisen, dass es ganz wichtig ist, wenn Ihre Leber ächzt und Sie irgendwelche Hilfe brauchen, dass dieser Vortrag natürlich keinen Besuch bei einem Arzt oder bei einem Heilpraktiker ersetzen kann. Ich möchte nur viele Hinweise geben und vor allem den Kolleginnen und Kollegen viele Heilmittel auftun und Möglichkeiten, wie sie ihrer Leber etwas Gutes tun können. Wenn wir über die Leber reden, dann müssen wir eigentlich bemerken, dass sie eins der wichtigsten Organe in unserem Körper ist. Ein erwachsener Mensch hat bis zu 1,5 Kilo Leber. So schwer kann dieses Organ werden. Sie zählt zu den größten Organen, die wir im Körper haben. Die Leber ist auch enorm wichtig. Sie hat unglaublich viele Bedeutungen und Wirkungen im Körper. Zum Beispiel wird sie auch genannt das Klärwerk des Körpers, weil sie eben eine große Entgiftungsfunktion hat. In der Leber werden Umweltgifte, Hormone, Antibiotika, also Medikamententoxine, genauso wie Umwelttoxine abgebaut und entweder harngängig gemacht oder mit der Galle ausgeschieden. Also es ist das wichtigste Entgiftungsorgan schon mal, das wir haben. Für die Verdauung ist natürlich die Galle, die in der Leber produziert wird, wahnsinnig wichtig, weil ohne anständigen Gallenfluss haben wir einfach ein Problem mit der Fettverdauung. Aber es kommen auch ganz viele Nahrungsunverträglichkeiten von der Leber. Und letztendlich ist sie auch ein Speicherorgan. Sie speichert zum Beispiel Eisen. Wenn Eisen im Blut erhöht ist, also das ganz normale Bluteisen, dann habe ich immer Verdacht, dass die Leber gerade eine Entzündung haben könnte oder ein anderes Problem vorliegt. Das heißt, erhöhte Eisenwerte deuten sofort mal auf die Leber hin, dass die sich entleert, dass der Speicher sich entleert. Die Leber ist auch sehr wichtig im Zuckerstoffwechsel. Die Fettleber beispielsweise, an die 2 Millionen Deutsche sollen aktuell auch Probleme mit Fettleber haben. Es ist eins der häufigsten Leberleiden. Ist eigentlich eine Vorstufe vom Diabetes. Die Glukosenreserven werden in der Leber eben aufbewahrt und wenn wir ganz viel tun körperlich, dann gibt die Leber Glukose frei. Und deswegen spielt die Leber im Zuckerstoffwechsel eben auch eine ganz große Rolle und sollte auch mitbeachtet werden, zum Beispiel in der Behandlung von einem sogenannten Prädiabetes, dass man da was für die Fettleber erstmal tut. Die Leber speichert auch fettlösliche Vitamine, A, D, E, K. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man da nicht überdosiert, weil da kann dann schon ein zu viel auch in der Leber gespeichert werden. Und sie ist nicht zuletzt auch wahnsinnig wichtig für die Eiweißsynthese. Das heißt, also Albumine werden in der Leber produziert und eben auch Gerinnungsfaktoren. Und da sind wir schon bei dem ersten Thema, dass wir immer mehr Fehlgeburten haben in der Frauenpraxis. Ich habe also seit 28 Jahren eine Naturheilpraxis mit Schwerpunkt Frauenheilkunde. Und ich weiß nicht, ob es den Kolleginnen und Kollegen, die diesen Online-Vortrag jetzt anhören, ähnlich geht, aber in den letzten Jahrzehnten sind tatsächlich die Blutgerinnungsstörungen und die Fehlgeburten aufgrund von Blutgerinnungsstörungen stark angestiegen. Und mein Verdacht war schon von Anfang an, dass das mit der Leber auch zusammenhängen könnte. Paracelsus hat auch tatsächlich gesagt, an einer Stelle in seinen Werken, sind ja fast 4000 Seiten, die er da von sich gegeben hat, und da hat er gesagt, das Blut kommt aus der Leber. Das heißt, er wusste vermutlich schon, dass wenn man starke Blutungen hat oder Blutgerinnungsstörungen, dass dann eben die Leber mitverantwortlich ist als Organ. Wir sehen also schon an diesen paar Stichpunkten, wie wichtig die Leber ist und wie wichtig es ist, auch für die Leber was zu tun. Paracelsus hat gesagt, die Leber ist ein edles Organ, von dem viele, ja beinahe alle Organe abhängen. Wie recht er hat, wenn man genau sich mit der Leberphysiologie befasst. In der Praxis arbeite ich ganz viel durch Befragung. Und wenn ich frage, welche Symptome, was bringt sie zu mir, dann ist die Durchschlafstörung, vor allem das Erwachen zur Leberzeit, wie ich es hier in der Tafel aufgeführt habe, eins der häufigsten Leitsymptome.
wenn jemand Schlafstörungen hat, und wir gehen davon aus, das sind ungefähr ein Drittel der Patienten, die in die Naturheilpraxis finden, die entweder Ein- oder Durchschlafstörungen haben, dann kann man mit Sicherheit etwas Positives zum Schlafverhalten und zur Schlaftiefe beitragen, wenn man Lebermittel verabreicht. Ein findiger Kollege in Norddeutschland, den Namen, er ist mir leider nicht bekannt, ich weiß diese Geschichte nur von einer Patientin, der hat seinen Patienten, die Durchschlafstörungen hatten, immer nachts zwischen 1 und 3 die Lebermittel gegeben. Das heißt also, wenn man ohnehin um 1 Uhr in der Nacht aufwacht, dann kann man doch das Lebermittel mitten in der Nacht nehmen. Oftmals ist es so, dass abends noch Alkohol getrunken wird, vielleicht ein Glas Wein und ein Stück Schokolade gegessen wird oder ein schwerer Käse oder irgendwas. Und diese Durchschlafstörungen haben sehr oft damit zu tun, dass wir durch unsere Lebens- und Ernährungsweise die Leber beschäftigen, sodass sie in der Nacht Überstunden machen muss. Die Chinesen, also traditionell chinesische Medizin, wir dürfen ja ein bisschen Industriespionage schon auch machen, auch wenn ich abendländische Medizin mache, die sagen, Einschlafstörungen sind Gallenprobleme. Und Durchschlafstörungen sind Leberprobleme. Das heißt, wer sich da schon wieder erkennt, tut gut daran, die Leber mal eine Zeit lang in die Zange zu nehmen und wirklich etwas für die Lebergesundheit zu tun. Ein Leitsymptom ist auch das Verlangen nach oder die Abneigung gegen Saures. Das heißt, wer zu Hause immer saure Gurken im Kühlschrank hat, wer immer Zitronen auslutscht und wirklich Verlangen nach Saurem hat, sollte seine Leber unterstützen. Die Zitrone übrigens unterstützt die Leber auch. Sie ist ein großes Entgiftungsmittel. Also abends mal eine heiße Zitrone zu trinken, einen frisch gepressten Zitronensaft verdünnt mit heißem oder kaltem Wasser, ist auch für die Leber eine gute Sache. Wer Abneigung gegen Saures hat, hat eher zu viel Energie in der Leber und sollte die Leber besänftigen. Da werde ich dann später noch drauf eingehen, dass Sie die Möglichkeit haben, die Leber beispielsweise mit der Schafgarbe zu besänftigen. Ein weiteres Leitsymptom für Leberprobleme ist der Schläfenkopfschmerz. An der Schläfe läuft eben der Gallenmeridian entlang. Oder eben auch die rechtzeitige Migräne. Überhaupt Beschwerden, die auf der rechten Seite des Körpers stattfinden, werden sehr oft mit Leberproblemen assoziiert. Die Gelbfärbung der Skleren und der Haut, da hat man dann schon eine Gelbsucht, eine sogenannte Gelbsucht. Da ist man dann schon deutlich krank und sollte tatsächlich zum Arzt gehen und untersuchen, ob man eine Hepatitis, also eine Virushepatitis oder eine Leberentzündung aus anderen Gründen hat. Aber ich mache zum Beispiel Augendiagnose und im Augenweiß, also in den Skleren, kann man sehr oft sehen, ob die Leber schon mal einen Hau abgekriegt hat, ob sie schon mal eine leichte Gelbsucht durchgemacht haben, weil es färbt sich dann tatsächlich so orange oder braun oder einfach gelblich, gelblich-bräunlich, als ob ein Gefäß ausgeleert würde. Da sieht man dann so kleine Fleckchen manchmal im Augenweiß. Die Bindegewebsschwäche wird auf jeden Fall assoziiert auch mit der Leber. Und da geht die Meinung der TCM und der TAM auseinander, weil die abendländische Medizin sagt, das Bindegewebe untersteht der Leber. Und die TCM sagt, das Bindegewebe untersteht vor allem der Milz. Wir haben selbstverständlich beide recht, weil die Milz regiert über die Festigkeit der Gewebe und die Leber regiert über die Elastizität der Gewebe. Deswegen ist eine Lebertherapie auch die Basisbehandlung, wenn man Krampfadern, Senkungsbeschwerden beispielsweise hat. Gelenksbeschwerden werden auch assoziiert mit der Leber. Die Gelenkschmiere beispielsweise würde ich der Leber ganz klar zuordnen und die Festigkeit, die Knochen selbst eben wiederum der Milz. Vor allem, wenn man Hüftprobleme hat, hat man ein Leberthema. Auch der Hüftspeck, das ist die Leberzone, die Hüfte. Und da kann ich auch aus eigener familiärer Erfahrung sagen, mein Vater zum Beispiel war Schütze und dem Schützen ist die Leber zugeordnet als Organ und als Planetenkraft der Jupiter. Und das einzige Problem, was er in seinem wirklich langen Leben hatte, war seine Hüfte, also sein Hüftgelenk. Also diese Zone zeigt, dass man nicht nur direkt die Gelenke behandeln sollte, sondern eben auch die Zone als Reflexzone verstehen und eben sagen, wer Hüftprobleme hat oder Hüftspeck ansetzt, sollte langfristig was für die Leber tun.
Faltenreichtum ist ganz wichtig. Ich schaue mir zum Beispiel von allen Menschen die Hände an und wenn die so ganz schrumpelig sind und wenn Frauen oder ja, Männer können das natürlich auch haben, immer das Bedürfnis haben, sich die Hände einzucremen, dann ist das ein Hinweis darauf, dass man die Leber behandeln muss. Denn in der Leber wird auch die ganze Cholesterinsynthese stattfinden und Cholesterin ist wiederum eingebaut in unsere Haut und macht, dass die Haut entweder geschmeidig ist oder faltig. Wer also ein ganz faltiges Gesicht hat und ganz faltige, trockene Waschfrauenhände, braucht eine Lebertherapie. Die Rötung der Hände, das kann man zum Beispiel, also der Handfläche, der Handinnenseite, kann man entdecken sehr oft. Die Rötung ist ein Hinweis darauf, dass man würde das in der TCM vielleicht so bezeichnen, dass man sagt, das ist ein aufsteigendes Leberfeuer. Und eine Rötung finden wir sehr oft, aber die richtige flächige Rötung der Handinnenseite, die findet man vor allem bei Leberzirrhose. Das ist bekannt, auch in der Schulmedizin, Palmar-Erythem wird das genannt. Und auch die Fingernägel werden ganz weiß bei einer Leberzirrhose. Also wenn die Leber fortgeschritten krank ist, dann färben sich die Nägel weiß. Das ist nicht leicht zu differenzieren von der Niere. Die Niere hat die sogenannten Half-and-Half-Nails. Da ist das Nagelbett zur Hälfte durchblutet. Dann wissen wir, oh, das könnte die Niere sein. Und wenn der ganze Nagel, das gesamte Nagelbett weißlich ist, milchig, wolkig, sage ich immer, dann haben wir vielleicht ein ernsthaftes Leberproblem. Aber da muss man genau hinschauen. Ich erinnere mich an einen schönen Sommerabend auf der Insel Ikaria, wo wir einen Menschen kennengelernt haben und dem gucke ich auf die Hand und sage, oh Miltos, weißt du hast ein Leberproblem, weil deine Fingernägel sind weiß. Und er ist ganz erschrocken, weil die Griechen trinken ja doch mal gerne einen Raki und achten nicht so sehr auf ihre Leber. Und der meinte dann, oh, sieht man das schon, dass meine Leber Hilfe braucht? Und ich bin aber reingefallen, weil er hatte einen Gintarrennagel. Also er hatte sich einen Nagel draufgeklebt auf den richtigen Nagel und das sah natürlich weiß aus. Aber der Weißnagel ist bekannt, wie gesagt, bei Leberzirrhose. Wenn Sie mal in ein Krankenhaus hineingehen, vor allem in die geriatrische Abteilung oder in ein Altenheim, dann werden Sie ganz viele weiße Nagelbetten sehen, weiß oder milchig. Und das ist ein Hinweis darauf, dass die Leber schwach ist. Ein weiterer Hinweis auf die Leber ist die Akne. Also vor allem, wenn Jugendliche zum Beispiel ganz viel Pickel bekommen und eitrige Akne bekommen, dann ist das ein Versuch des Körpers, über die Haut zu entgiften, was das Entgiftungsorgan Leber nicht geschafft hat. Das heißt, Akne-Patienten sind immer auch Leberpatienten. Umgekehrt, wenn man Patienten behandelt, die eben ihre Leber gestärkt haben wollen, dann kann es sein, dass auch mal als Reaktion die Leber von innen nach außen die Gifte treibt und dass dann durchaus auch mal Pickelchen an die Oberfläche kommen. Das ist eine erwünschte und positive Arzneireaktion auf Lebermittel. Muss nicht sein, aber kann eben vorkommen, wenn ein Entgiftungsbedarf besteht, weil die Haut eben das größte Entgiftungsorgan ist, das wir im Körper haben. Und wenn die inneren Entgiftungsorgane Leber und Nieren nicht richtig schaffen, dann entgiftet man eben über die Haut. Also auch andere Hautprobleme wie eine Rosacea zum Beispiel, auch eine Neurodermitis würde ich immer mit über die Leber behandeln. Im Übrigen, die Neurodermitiker haben fast alle die Waschfrauenhände mit starker Rötung der Handfläche. Also die würde man sofort vom Aussehen her in die Leberhände hinein sortieren, in die Leberschwächlingshände, so rum. Die Neigung zur Stuhlverstopfung kann sehr wohl auch von der Leber kommen. Also natürlich ist Stuhlverstopfung ein Ernährungsproblem. Es kann auch ein Schilddrüsenproblem sein. Es kann auch ein Problem sein, dass man zu wenig getrunken hat. Aber ganz oft hängt an der Verdauung einfach, hängt die Verdauung an der Leber. Also auch vor allem durch den Gallenfluss beispielsweise. Und ich habe schon erwähnt, die Blutgerinnungsstörungen hängen auch von der Leber ab. Das heißt, wenn eine Frau zum Beispiel 2 Fehlgeburten hat, dann hat sie in Deutschland das Recht auf eine Blutgerinnungsuntersuchung und das sollte sie auch unbedingt in Anspruch nehmen, weil es ganz oft Blutgerinnungsstörungen sind, die Fehlgeburten
ab der 6., 7., 8. Woche bewirken können. Und dann muss man die Leber therapieren, aber ich stehe natürlich einer Heparin-Injektionstherapie, wie sie dann gemacht wird, wenn die Frauen wieder schwanger sind, keineswegs im Weg. Aber zwischen den Schwangerschaften sollte man unbedingt was für die Leber tun, damit eben die Blutgerinnungsfaktoren besser gebildet werden können, dass die Leber ihre Arbeit vollständig tun kann. Warum mache ich heute überhaupt einen Vortrag, wo ich die Fackler-Präparate in den Mittelpunkt stelle? Erstmal möchte ich bei dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Meta Fackler diesen Online-Vortrag möglich gemacht hat. Und ich bin sehr dankbar dafür. Ich bin aber auch sehr dankbar, dass die Meta Fackler so wunderbare Leberheilmittel auf die Welt gebracht hat und uns zur Verfügung stellt für unsere Praxisarbeit. Alle Meta-Präparate für die Leber enthalten auch das Jupiter-Metall-Zinn, wie wir sehen werden. Und das ist auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, weil natürlich verordne ich auch andere Firmen, wenn ich die Leber behandle in der Praxis. Ich habe sehr viel Erfahrung mit Vala-Präparaten, mit Veleda-Präparaten, mit Soluna, Pasco, Hevert, Nestmann, Ceres. Also das sind alles wunderbare Naturheilfirmen. Aber die Meta Fackler hat eben für die Leber ganz besondere Präparate auch geschaffen, weil das Metall Zinn, das zur Leber gehört, eben auch in diesen Präparaten für die Leber enthalten ist. Schauen wir mal, was Paracelsus gesagt hat. Er hat gesagt, Zinn gleicht der Leber, sein Wesen ist ganz wie sie. Also Paracelsus hat vor 500 Jahren schon das Zinn der Leber zugeordnet. Es ist das Jupitermetall. Matthias Gierke, Innere Medizin, eins meiner wirklich Lieblingsnachschlagewerke, wenn ich irgendetwas über die innere Medizin, also über die Leber, über den Darm, über die Bauchspeicheldrüse wissen will. Matthias Gierke schreibt, Zinn hat formende und strukturgebende Qualität. Und das sehe ich genauso. Das kann ich bestätigen. Immer wenn etwas aus der Form geraten ist, eine Dysplasie, eine Dyskariose, wenn irgendetwas nicht mehr die Form hat, wie es haben soll, eine Gebärmutter, die zum Beispiel ausschaut im Ultraschall wie ein Kartoffelsack, dann brauchen wir unbedingt das Zinn, um die Formkräfte wieder zu strukturieren, um wieder neue Strukturkraft zu geben. Heinz Hartmut Vogel hat mir auch aus dem Herzen gesprochen, wenn er schreibt in seinem Buch Wege der Heilmittelfindung, Wiederherstellung der Elastizität des Bindegewebes ist möglich. Das haben wir zum Beispiel bei Senkungsbeschwerden, wenn Frauen 2, 3, 4 Geburten hinter sich haben und danach eine Reizblase bekommen oder unfreiwilligen Harnabgang haben, weil das Bindegewebe sehr, sehr schwach geworden ist, dann hilft Zinn. Zinn innerlich und Zinn äußerlich. Ich werde es gleich darstellen, wie man sowas machen kann. Und ich möchte auch meinen Liebsten noch zitieren, mit dem ich schwer über Metalle noch diskutiert habe vor diesem Online-Vortrag, weil ich ihn gefragt habe, sag mal, du hast ein Buch über Metalle geschrieben. Was unterscheidet die Wirkung von Metallen von der Wirkung von Pflanzen? Weil wir haben ja Leberheilpflanzen und wir haben auch das Metall, das der Leber zugeordnet wird. Und er hat es auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, Metalle wirken konstitutionell. Die Pflanze wirkt direkt auf das Organ, aber das Metall wirkt auf alle Prozesse, die mit dem Jupiter und mit der Leber in Verbindung stehen im ganzen Körper. Sie wirken konstitutionell. Ich halte persönlich die Metalle für etwas, was der Pflanze zeigt, wohin sie gehen muss in ihrer Wirkung. Und ich halte Metalle für etwas, also für Heilmittel, die in der Lage sind, wirklich in die Tiefe hineinzuwirken. Pflanzen sind auch wunderbar. Wir werden ja einige jetzt kennenlernen. Und er hat geschrieben, bei Bindegewebsschwäche Störungen der Gewebeplastizität, also wieder haben wir es mit der Struktur und mit der Formkraft zu tun, bei Lipomen, Myom, Gebärmuttersenkung, Varikosis und zur Anregung der Entgiftungsprozesse und Stoffwechselleistungen in der Leber und in Geweben als Adjuvanz bei der Tumortherapie. Also ohne Zinn ist eigentlich auch keine Krebsbehandlung und keine Tumorbehandlung möglich. Und das finde ich eben ganz hervorragend, dass alle drei Metapräparate für die Leber tatsächlich auch das Zinn enthalten. Auf dieser Folie fehlt ein ganz wichtiges Leberheilmittel von der Firma Meta Fackler, nämlich das Metahepat, dieses Injektionspräparat. Das gebe ich sogar zur Stärkung der Leber meinem Pferd, wenn wieder mal Wurmkuren im Stall sind. Die gehen sehr stark auf die Leber, sogar Pferde haben dann entgleiste Leberwerte und da spritze ich meinem Pferd subkutan, also in den Hals hinein, das Metahepat. Mehrere Tage mal hintereinander. Ich bin da recht großzügig, das kann bis zu täglich sein. Und wenn er ein Leckerli kriegt, dann lässt er das auch gerne mit sich machen.
Auf das Metaheptat gehe ich später nochmal ein. Metaheptacol, das war das erste Arzneimittel, das ich kennengelernt habe vor gut 30 Jahren von der Meta Fackler, weil da hatte mein Vater Gallensteinleiden und mit dem Metaheptacol haben wir das in den Griff gekriegt. Ich gehe da gleich nochmal genauer drauf ein. Metamarianum B12, das ist das Mittel, das sowohl auf die Leber und die Gallenbildung als auch auf Magen und Darm positiv wirkt. Und das Metasilicea ist in meiner Frauenpraxis der Renner, weil wenn ich das jetzt gebe zum Beispiel, dann habe ich nach 3 Monaten das Feedback in der Regel von der Patientin, dass sie das Bindegewebe als fester, kräftiger und straffer empfindet. Ich mache das immer in der Wasserflasche, dass ich sage, nehmen Sie eine kleine oder große Wasserflasche, eine Glasflasche, zum Beispiel eine Halbliterflasche und träufeln Sie die gesamte Tagesdosis von 60, 80, 100 Tropfen, das hängt immer davon ab, was für ein Menschentyp man ist, hinein in diese Wasserflasche und so bekommt das Bindegewebe mit dem Metasilicea beispielsweise im Lauf des Tages etliche Impulse, etliche Heilimpulse. Und mit dieser Wasserflaschenmethode, da wird man auch nicht gefragt, oh, welche Tröpfchen nimmst du da und was tust du da, sondern die Leute können einfach eine Kur machen, mindestens 2, eher 3 Monate fürs Bindegewebe. Das ist dann auch sehr wertvoll, zum Beispiel bei Senkungsbeschwerden, das Ganze zu kombinieren mit dem Wala-Heilmittel Senecio Comp Zäpfchen. Es gibt Zäpfchen für Reizblase von der Firma Wala, die auch Zinn enthalten. Und das Zinn kann man oral und in Form von Zäpfchen eben versuchen, um das Bindegewebe zu kräftigen. Natürlich sollte man auch gleichzeitig noch Osteopathie und Beckenbodenkräftigung machen. Und das Metasymphilen, auf das gehe ich jetzt heute nicht ein, das ist mehr das Zinnpräparat für den Bewegungsapparat, denn das Zinn ist auch ein Heilmittel, nicht nur für die Gelenke, sondern auch für Sehnen und Bänder. Und die sind ja oftmals entzündet, verdickt. Und da kann man also, wenn man mal so ganz schief geht und auch Ischialgien hat und so weiter, oder eine Bindegewebsschwäche, die sich zum Beispiel ausdrückt in Bandscheiben, die abgenutzt sind, dann halte ich das Metasymphilen für eins der wichtigen Präparate. Aber heute geht es ja primär um die Leberheilpflanzen. Wie gesagt, der Vortrag hätte eher Gelbkraft heißen sollen, weil die Heilmittelwelt die Pflanzen eben gelbe Farbstoffe, Flavo, kommt auch von Flavus Gelb, in sich entwickeln, zum Beispiel auch die Mariendistel. Man sieht ihr den gelben Farbstoff nicht an, aber es sind die Silimarine und die sind vor allem in der Fruchtwand der Mariendistelfrüchte enthalten. Und deswegen ist es auch Blödsinn, wenn man für die Leber einen Mariendistel-Tee trinkt, weil der ist überhaupt nicht wasserlöslich, der ist schwer überhaupt resorbierbar. Und es ist besser, man nimmt tatsächlich fertige Präparate. Natürlich kann man auch hochdosierte Mariendistel nehmen. Die therapeutische Wirksamkeit ist inzwischen in ganz vielen Studien nachgewiesen worden. Und ich habe es mal hier zusammengefasst, was Blaschek, Wichtel, Teedrogen über ihn schreibt, eins meiner Lieblingsnachschlagewerke für Kräuterheilkunde. Da sind ganz viele Studien immer erwähnt, wobei natürlich auch die Online-Bibliotheken interessant sind. Ich habe da einige Studien auch noch, die Sie nachrecherchieren können, wenn Sie wollen. Die therapeutische Wirksamkeit von Silimarin, vor allem eben von dem Hauptbestandteil Silimarin, fasst eine ganze Gruppe von Wirkstoffen zusammen. Das Silibinin gilt jetzt auch als der Wirkstoff schlechthin von der Mariendistel und der beruht eben auf 3 Wirkmechanismen. Das eine ist, die Leberzellmembran wird gestärkt. Das heißt, in die Leberzelle dringen schon mal gar nicht so viele Giftstoffe ein. Das andere ist die Antioxidanzwirkung, also Radikalfängereigenschaft. Das heißt, die Giftstoffe, die in Umlauf sind, werden schon mal im Vorfeld abgefangen, abgefischt und unschädlich gemacht. Und die Leberzelle wird in ihrer Arbeit und in ihrer Struktur regeneriert. Die Leber ist ja ein extrem regenerationsfreudiges Organ und man kann es erreichen, wenn man lang genug am Ball bleibt, dass die Leber sich vollständig wieder regeneriert und jugendlich daherkommt. Also selbst bei einer Zirrhose oder einer Entzündung, die jetzt auf die Leber geht, kann man innerhalb von einigen Monaten deutlich was erreichen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man was für die Leber tut. Ich sage den Patienten immer, jetzt nehmen wir das mal 6 oder 8 Wochen.
Aber in Wahrheit, wenn sie dann nach 6, 8 Wochen sagen, boah, es hat mir gut getan, ich habe gespürt, dass Lebenskraft zum Beispiel dazukommt, dann sage ich, ja, dann machen wir doch weiter. Also es spricht gar nichts dagegen, wenn man für die Leber auch mal 1, 2 oder 3 Jahre lang etwas tut. Weitere Wirkungen, die ich mal so ein bisschen zusammengestellt habe für Sie wegen der Mariendistel, also was wir von ihr erwarten können. Das Silimarin wurde hochdosiert gegeben und es konnte bei Leberzirrhose die Sterblichkeit senken. Das ist doch auch eine durchaus interessante Sache. Wir können auch mit den Metafaklerpräparaten Leberzirrhose begleit behandeln, vor allem dann mit dem Metahepat, wenn man das spritzt. Über der Leber kann man ganz viel bewirken. Ich werde das jetzt einfach kurz vorweg schon sagen. Ich hatte eine Patientin, die hatte eine Zystenleber, das heißt, die hatte Dutzende von Leberzysten und die Leber hat sich schon angefangen, fibrotisch umzubauen. Und der habe ich Metahepat verordnet. Ich glaube, 100 Ampullen hat die sich gespritzt. Also ich habe ihr gezeigt, wie man subkutan im Bauchraum dieses Präparat schmerzfrei und natürlich nach Hygieneregeln injiziert. Das hat sie gemacht. Die ist inzwischen eine Spritzenweltmeisterin. Und von den Dutzenden von Leberzysten sind noch 2 oder 3 übrig geblieben im Ultraschall. Ihr Arzt ist völlig von den Socken und weiß gar nicht, wie er das einschätzen soll. Und wir machen immer noch was für die Leber, natürlich mal zwischendrin auch eine Pause, aber und ich wechsle dann auch mal das Präparat zwischendrin, dass man mal einen neuen Heilreiz setzt, aber letztendlich haben wir mit ungefähr 100 Ampullen, die sie sich also 2-mal pro Woche gespritzt hat, im Lauf der Zeit ihre Leber wirklich deutlich wieder heilen können. Und sie war keine Alkoholikerin, sie ist keine Alkoholikerin und ist auch keine, also nicht dick oder so und nicht prädiabetisch. Das war vermutlich eine familiäre Zystenleber, also familiär bedingt. Das Silimarin beeinflusst auch natürlich den Cholesterinstoffwechsel in der Leber. Es ist zwar ein dezentes Absenken des Cholesterins, aber es lässt sich das Cholesterin absenken und deswegen auch bei entgleisten Leberfetten oder Fettwerten sollte man auch mal an die Mariendistel denken. Silimarin und Silibinin wirken auch wegen ihrer Radikalfängereigenschaft tumorwachstumshemmend. Man kann es also bei jeder Tumorerkrankung, egal ob es ein gutartiger Tumor oder ein bösartiger Krebs ist, sollte man immer eigentlich ein Lebermittel begleitend geben, immer Leberstärkung auch, weil bei solchen Erkrankungen ganz oft natürlich Medikamente zum Einsatz kommen, seien Schmerzmittel oder Chemotherapeutika und wir müssen natürlich der Leber helfen, mit diesen Stoffen umzugehen. Onkologen haben auch sehr viel Angst normalerweise, also Krebsexperten haben normalerweise viel Angst vor Naturheilmitteln, nicht alle zum Glück, weil sie Angst haben, dass die Naturheilmittel ihnen in die Wirkung der Chemotherapie hinein wirken könnten und einen Störfaktor bilden können, was die Resorption und die Wirksamkeit von Chemotherapeutika angeht. Und auch da kann ich Sie beruhigen. Man hat festgestellt in einer Studie, dass die Wirkung eines Chemotherapeutikums, eben Cisplatin wurde untersucht, sogar halbiert werden konnte durch die Mariendistel. Die Mariendistel hat also die Wirkung verstärkt und das ist das, was ich in den letzten 28 Jahren in meiner Praxis erlebt habe. Die Naturheilmittel verbessern die Wirksamkeit der Schulmedizin, sie stören sie nicht. Wir können jederzeit zweigleisig fahren oder wie es Heide Fischer auch gesagt hat in ihrem Vortrag bei uns als Gast, hat sie gesagt, das Beste aus allen Schulen. Das heißt, wenn man eine ernste Erkrankung hat, dann sollte man auf keinen Fall sagen, ich mache nur Schulmedizin oder ich mache nur Naturheilkunde, sondern man sollte gucken, ob man nicht aus beiden Disziplinen das Beste herausfiltert. Und wenn ich Tumorpatienten habe, die kriegen irgendein Lebermittel von mir immer aufs Auge gedrückt. Und da wechselt man durch, da bleibt man am Ball, die Leber braucht Unterstützung. Genau, hier wurde sogar bei Brustkrebspatientinnen der Einsatz eben untersucht, aber es wurde auch vor allem mit den MCF7-Zellen, das sind ausgehungerte Brustkrebszellen mit sehr starker Östrogensensitivität, die wurden untersucht im Reagenzglas und auch die wurden in ihrem Wachstum gehemmt durch Silibinin. Also finde ich ganz interessant, dass man die Mariendistel doch tatsächlich mitnimmt. Also ich fasse nochmal zusammen. Die Metapräparate haben drei
Substanzen alle in sich, die für die Leber wirken. Das ist eben das Zinn, das ist die Mariendistel und auch das Schöllkraut. Und Paracelsus hat schon über das Schöllkraut, das uns ja überall begegnet und bis in die Stadt hineinkommt, gesagt, du wirst dir merken, dass ein steinbrechendes Mittel einen Stein leicht bricht. Und es ist tatsächlich so, dass das Schöllkraut manchmal, denkt man, auf dem blanken Stein wächst. Und es ist tatsächlich so, dass in der Wurzel Säuren sind. Und diese Säuren, die können also den Stein auflösen, auf dem sie wachsen und sich mit ihren Wurzeln quasi in den Stein hineinbohren. Das haben alle Pflanzen, die auf Steinen wachsen, dass sie eine Fähigkeit haben, den Stein tatsächlich zu brechen, aufzulösen. Und Paracelsus schreibt des Weiteren auch, warum ist Chelidonia eine Arznei bei Gelbsucht? Wegen seiner Anatomie. Was meint er mit der Anatomie? Diesen gelben Pflanzensaft, der übrigens erst, wenn er an die Luft kommt und oxidiert, gelblich sich färbt und dem Pflänzchen den Namen früher gegeben hat, Goldkraut. Man hat auch in der Alchemie versucht, Gold daraus zu gewinnen, aber das ist natürlich so nicht möglich. Die Vierzahl der Blüten ist noch eine Signatur der Leber, weil die Blüten sind zudem noch gelb und die Vierzahl untersteht dem Jupiter und die Blätter sind lappig. Und die Leber besteht ja auch aus Lappen. Oftmals sind es die dreilappigen Blätter und in Wahrheit hat aber die Leber vier Lappen, zwei große und zwei kleine Lappen. Aber die Analogie findet sich in der Lappigkeit, dass es eben große Blätter sind, die groß und lappig sind, die eben eine Analogie im Körper, ich nenne es auch immer eine Art Urverwandtschaft oder Formverwandtschaft, mit dem lappigen Organ der Leber hat. Und das Schöllkraut zeigt durch seinen Geschmack, durch seine Schärfe auch, dass es die Galle anregt und die Flüssigkeiten, alle Verdauungssäfte in Gang bringt. Und letztendlich kommt dann auch eine Bitterkeit im Geschmack. Man kann da locker auch mal ein kleines Blatt an die Zunge rantupfen, um den Geschmack zu eruieren, selbst zu finden. Und der schmeckt scharf und bitter zugleich. Und die Bitterkeit zeigt ja auch auf die Galle wieder hin. Inhaltsstoffe haben wir beim Schöllkraut vor allem die Alkaloide, Chelidonin, Berberin, Sanguinarin und so weiter, aber natürlich auch gelbe Farbstoffe, Pflanzensäuren, hatte ich schon erwähnt. Und das Schöllkraut ist leider ein bisschen in Verruf gekommen, weil angeblich, also ein paar Ärzte haben erhöhte Leberwerte festgestellt bei Patienten, die jetzt hochdosiertes Schöllkraut genommen haben, aber das wurde auch schon längst widerlegt. Man hat also gefunden, dass das Schöllkraut vor allem Leberenzymwerte absenkt. Also ich benutze die Leberheilmittel mit Schöllkraut. Heute ist in fast jedem Leberheilmittel Schöllkraut potenziert oder nur in ganz kleinen Mengen drin. Ich benutze die sehr wohl zum Absenken, also von GOT, GPT, Gamma-TT, GT, von diesen erhöhten Leberwerten, wenn eben Leberprobleme auftauchen. Die Wirksamkeit erfasst allerdings auch Mikroben. Das Schöllkraut ist vor allem auch antiviral. Deswegen wird es auch Warzenkraut genannt. Seit Paracelsus ist der Name mindestens bekannt in der Volksmedizin, dass man mit dem Pflanzensaft eben Warzen betupft. Man sollte nur ein bisschen vorsichtig sein, dass die Finger dann nicht an die Schleimhäute kommen vom Auge, weil da kann man durchaus richtig heftige Entzündungen auslösen. Das darf nicht ins Auge kommen. Aber es ist ein Augenheilmittel, denn in der alten Kräuterheilkunde in der Schule von Salerno, 11. Jahrhundert, da hat man eben einen Lehrvers gewusst zum Schöllkraut. Da hat man sich mit Gedichten und Lehrversen die Kräfte der Pflanzen eingeprägt. Und vom Schöllkraut, da gibt es den Spruch, Schöllkraut ist den Augen gesund, das tun uns die Schwalben kund, weil die Schwalben ihren blinden Nachwuchs das Schöllkraut ins Nest tragen. Und in der Tat gibt es auch Schöllkraut-Augentropfen beispielsweise, aber die Augen, na, ist bitte nicht, dass sie das selber machen, sondern die kauft man dann tatsächlich in der Apotheke. Es gibt, wie gesagt, Chelidonium-Augentropfen von mehreren Firmen. Aber die Wirksamkeit erfasst in meinen Augen auch die Viren, auch Viren im Auge. Ich habe das bei Tieren erprobt, bei meinen eigenen Haustieren, die verklebte Augen hatten. Eine Katze zum Beispiel, die hatte meinen Katzenschnupfen und war ganz blind schon, hat also getränte Augen gehabt und verklebte Augen. Und mit Schöllkraut-Augentropfen konnten wir das 0,0
heilen. Also Schöllkraut ist den Augen gesund, auch von innen heraus, weil die Leber hat ja auch was mit den Augen zu tun. Wenn die Leber zum Beispiel als Vitamin A-Speicherorgan überfordert ist, weil zum Beispiel eine Frau 20 Jahre lang die Antibabypille genommen hat, dann kommt es in der Regel auch zu einem Vitamin A-Mangel und der wiederum äußert sich in Nachtblindheit. Also man kann auch da über die Leber wieder etwas tun, um besser zu sehen, vor allem die Nachtblindheit zu behandeln. Des Weiteren ist das Schöllkraut auch spasmolytisch und choleretisch, also es treibt die Galle an, es bringt die Galle in Fluss und gleichzeitig wirkt es krampflösend, aber leider nicht immer krampflösend genug. Und da möchte ich jetzt dann doch die Geschichte kurz von meinem Vater erzählen. Ich war gerade frisch gebackene Heilpraktikerin, da hatte er Gallenkoliken. Jedes Mal, wenn er einen Schluck Kaffee getrunken hat oder ein Stück Wurst gegessen hat, Bratwurst, da ging es los mit Gallenkoliken. Und er ist dann damals, war ich wie gesagt noch ganz frisch gebacken und für ihn noch gar nicht auf dem Radar, dass es mich noch gibt als Therapeutin oder schon gibt. Und da ist er zu seiner Naturheilärztin gegangen. Und die haben dann damals einen ganzen Fresskorb mitgenommen, weil man hat 3 Stunden warten müssen, um zu der Dame ins Sprechzimmer zu kommen. Und die hat ihm Schöllkrautextrakt verordnet und meinte, 3-mal, 4-mal, 5-mal am Tag soll er so 20, 30 Tropfen davon nehmen. Das hat er gemacht und fortan hatte er nicht mehr nur beim Frühstück Kaffee und nachmittags eine Gallenkolik, sondern auch jedes Mal, wenn er die Tropfen hochdosiert eingenommen hatte. Und ich habe dann ein paar Tage später, hat er mich dann angerufen, habe ich dann davon erfahren. Und dann sage ich, oh, Papa, mach das mal anders, nimm mal lieber das Metaheptacol. Und das hat er dann genommen und damit wurden die Gallenkoliken blasten dann ab und wurden immer weniger und am Ende hatte also im Ultraschall festgestellt gehabt, am Anfang die ganze Gallenblase voller Steinchen und Grieß und am Ende der Kur nach einem ganzen Jahr, er hat ein ganzes Jahr lang das Metaheptacol eingenommen, hatte er kein bisschen Gallengrieß mehr. Das fand ich, das war die erste Wunderheilung für mich, ein gigantischer Sieg, weil seine Gallenblase erhalten geblieben ist auf diese Weise und er nicht operiert werden musste. Und ja, das Schöllkraut als purer Extrakt war in seinem Fall zu stark, aber in der Mischung, wie es eben im Metaheptacol drin ist, war es hervorragend. Und seither gebe ich Metaheptacol eben ganz viel bei Gallensteinleiden. Und unter Nebenwirkungen hat Wolfgang Blaschek, der Wichtel-T-Drogen überarbeitet hat, eines meiner Lieblingsbücher, wie gesagt, Nachschlagewerk Nummer 1 für mich. Wenn ich nicht in die Online-Bibliotheken gehe, dann schlage ich als erstes dort nach. Da schreibt er eben im Gegensatz zu der experimentell nachgewiesenen hepatoprotektiven Wirkung, das heißt, es schützt das Schöllkraut, schützt die Leber und der guten klinischen Verträglichkeit, wenn man es richtig dosiert, dann ist es auch sehr verträglich. An einer hohen Anzahl von Patienten stehen widersprüchliche In-vitro-Daten, das heißt im Reagenzglas an Zellkulturen hat man eben festgestellt, dass das vielleicht auf die Leber doch nicht so gut wäre, während im Versuch an Patienten in der Klinik und überhaupt andere Experimente haben eben erwiesen, dass es tatsächlich die Leber schützt und die Leberzelle regeneriert und vielleicht auch sogar ein interessantes Heilmittel bei Hepatitis wäre, bei Virushepatitis aufgrund seiner antiviralen Kräfte. Aber da ist es eben nur eingebettet in die anderen Arzneimittel für die Leber und nicht als Monodroge interessant, da das Schöllkraut doch eine ziemlich starke Arznei ist. Und deswegen bin ich ganz froh, wenn es in Mischungen vorkommt. Eine Pflanze, die auch noch in den Metapräparaten für die Leber vorkommt, ist die Berberitze, der Sauerdorn, Berberis vulgaris. Und Sie sehen hier eine ganz rhythmisch aufgebaute Pflanze, die natürlich auch für rhythmische Prozesse wie zum Beispiel die Menstruationsblutung interessant ist. Wir erinnern uns, dass die Blutgerinnung, die Gerinnungsfaktoren in der Leber gebaut werden, gebastelt werden und Frauen, die sehr, sehr, sehr stark bluten, ich frage jetzt ja schon seit 28 Jahren jede Frau, wie stark ihre Menstruationsblutung ist und wenn eine Frau jetzt sagt, ich habe 1, 2 oder 3 Tage lang bis zu stündlich einen Tampon und Binde, dann ist das eine sehr, sehr starke Blutung und dann müssen wir nicht nur Blutstillermittel geben, sondern eben auch Leberheilmittel. Dass es mit dem Unterleib
von Mann und Frau zu tun hat, das riecht man an den Blüten. Die Blüten riechen spermaartig, das ist eine deutliche Signatur. Ich erinnere mich noch an eine Freundin, mit der ich in den Amperauen spazieren war und dann zog so ein ganzer Geruch durch, ein merkwürdiger Geruch, der uns doch an Sperma erinnert, durch die Luft. Und sie, das riecht aber interessant. Und das nächste Mal sind wir dann spazieren gegangen, da war sie schwanger. Und in dem Moment war wieder Berberitzenblüte und wieder war die Luft geschwängert von diesem merkwürdigen Spermageruch. Und als sie schwanger war, hat sie das total abgestoßen. Da meinte sie dann, was ist das denn? Jedenfalls ist das eine Signatur, denn wir betreiben ja bei der abendländischen Medizin vor allem auch Signaturenlehre nach Paracelsus, ein uralter Erkenntnisweg, der weltweit von allen Urvölkern bis heute betrieben wird und von der Wissenschaft ein bisschen schräg angeguckt wird, weil die einfache Signaturenlehre sagt eben, wie es außen ist, so ist es innen auch, oder ein jedes Ding zeigt, wofür es gut ist. Das sind die Basissätze, die man so hört. Aber in Wahrheit ist die Signaturenlehre eine sehr komplexe Sprache und ich darf sie in einem Satz einfach kurz erklären, indem ich sage, wenn Sie jetzt in den Wald gehen mit einem Jäger, und der sagt ihnen, schau mal, hier ist ein Fellrest, das muss ein Wolf gewesen sein. Oder diese Fußspur, die deutet auf einen Fuchs. Dann werden sie doch nicht sagen, Quatsch, das kann der doch gar nicht sehen, ob es ein Fuchs oder ein Wolf war, der hier entlang gegangen ist. Nein, sie werden sagen, der weiß Bescheid. Und ähnlich wie die Jäger die Spuren im Wald lesen, so lesen Pflanzenheilkundige weltweit, also der Indianer im Urwald genauso, die Spuren, die die Pflanzen, die Kräfte, die in den Pflanzen wirken, an der Pflanze sichtbar hinterlassen. Und das ist ein sehr komplexes System, was Paracelsus eben salonfähig gemacht hat. Er hat geschrieben, er hat über 80 Bauern gekannt, die die Pflanzen nur nach ihren Formen und Farben eben in der Heilkraft erkannt und angewendet haben und mit Erfolg, schreibt Paracelsus. Also er hat es aus der Bauernmedizin abgeschaut und die Signaturenlehre wird auch heute noch von den Wissenschaftlern gebraucht, denn die lassen sich ja im Urwald die Heilmittel zeigen von den Ureinwohnern, die wiederum Signaturenlehre im Anwenden immer noch. Also für die ist das wichtiger, was sie sehen, als was sie in einem Buch lesen können. Was schreibt Matthiolus über die Berberitze? Habe ich rausgesucht. Nach der Weinlese presst man aus diesen Beeren einen Wein, der ist viel herber und säurer, ist gut wieder die hitzige Geschwulst der Leber. Also man kannte es schon 1626 als Leberheilmittel. Wenn man die Früchte presst, die sehr sauer schmecken. Wir haben ja schon festgestellt, dass das wiederum ein Zeichen ist, wenn man Verlangen nach Saurem hat oder Abneigung gegen Saures, dass man ein Leberthema hat. Und die Früchte mit ihrem, die sind sehr sauer. Die Berberitze heißt ja auch Sauerdorn, deswegen hat eben auch durch ihren sauren Geschmack zeigt sich diese Pflanze, dass da ein Bezug zur Leber da ist. Früh morgens getrunken ist behülflich wieder das Hauptweh, so von Hitze und Schärfe der aufwallenden Gallen entsteht. Also es ist ein Lebergallenmittel. Wir haben den Geruch schon, den sauren Geschmack. Der Pflanzensaft ist ähnlich wie beim Schöllkraut gelblich. Und die Stacheln, die dreizähligen, die haben eine Analogie zum Stechen in der Leber. Wenn man jetzt also Stechen im Lebergallenbereich hat, dann wäre die Berberitze passender vielleicht sogar als das Schöllkraut. Und die roten Früchte sind eine Analogie zu zum Beispiel Myomen oder zu Polypen, die Muttermundspolypen oder Nasenpolypen. Es ist also eins der Polypenmittel, auch in der Darmheilkunde. Also wenn ich zum Beispiel Darmpolypen habe, dann möchte ich dort ja auch die Formkraft in der Darmschleimhaut stärken. Und dann tue ich das nie nur mit Magen-Darm-Mitteln, sondern eben auch mit Leberheilmitteln, die Zinn und Berberitze und Schöllkraut und die anderen Leberheilmittel enthalten. Die extreme Härte, das hat uns mal unser alter Kollege erzählt, der Dr. Ammann, der Dritte im Bunde, der damals Natura Naturans mitgegründet hat. Der hatte von einer Patientin einen Wunsch frei, also die Patientin war ihm was schuldig und er hatte eben einmal vor langer Zeit eine Berberitze gegraben und hat die Wurzel als Heilmittel gerne ansetzen wollen. Und dann hat er gesagt, Sie haben doch zu Hause eine Werkstatt,
eine Heimwerkstatt. Kann Ihr Mann diese Berberitzenwurzel, die ich hier getrocknet habe, bitte zerkleinern? Und der Mann hat sich damit mehrere Sägeblätter kaputt gemacht, weil die so beinhart war, diese Berberitzenwurzel. Und da finden wir eine Analogie, wiederum eine Urverwandtschaft zwischen Erkrankung und Heilmittel, nämlich den Gallensteinen, den Verhärtungen oder eben auch harten Tumoren. Dann nochmal der Dreizack im Frühling, wenn jetzt gerade die Blättchen austreiben, und die Signaturen, die auch in der Homöopathie besprochen werden. Der Druck unter den Rippen rechts ist ein Leitsymptom. Ich habe auch immer wieder Patienten, die ich dann zum Arzt schicke, wenn sie sagen, unterm rechten Rippenbogen habe ich einen Druck, das ist ein Völlegefühl, manchmal drückt es und quetscht es. Und die Leber hat normalerweise keine Schmerzen, meistens sind es dann Gallensteinchen, die vielleicht wehtun, oder die Leber hat sich im Rahmen einer Erkrankung vergrößert und drückt dann und verursacht so einen Druck. Sowas muss natürlich abgeklärt werden, woher es kommt. In der Homöopathie ist das Leitsymptom für die Berberitze eben auch die Gelbsucht und Gallenblasenentzündung und Gallensteine und hier Stiche in der Gallenblasengegend. Das ist das Leitsymptom von William Boericke, der immerhin den ersten Lehrstuhl für Homöopathie innehatte. Genau. Und bei solchen stark wirksamen Pflanzen, die Berberitze, das Schöllkraut, das sind alkaloidhaltige Pflanzen und das sind sogenannte Forte-Therapeutika, also ganz stark wirksame Pflanzen mit starken Inhaltsstoffen. Da ist es gerade gut, wenn man sie ein bisschen homöopathisch verdünnt, in einer D2, D3, D4, D6 zum Beispiel einnimmt, weil sie dann in ihrer Wirkung verstärkt und in ihrer Giftwirkung oder in der Nebenwirkung dieser starken Substanzen eben ein bisschen gezügelt werden. So wie es auch die Kelten schon gesagt haben. Den Heilgeist befreien, den Giftgeist zügeln. Und das schaffen wir eben, indem wir die Berberitze, wenn wir da einen Tee trinken würden, dann würde die sehr stark den Darm, die Nieren und den Unterleib durchbluten. Und das ist vielleicht gar nicht in dem Maße erwünscht, aber eine D2 ist dann sanfter und genauso wirkungsvoll. Schöllkraut ist in der D6 drin, in dem Metaheptacol. Hier ist mal so das Hauptsächliche, was ich als Bildmaterial vorrätig habe. Was ich nicht habe, das sind ja alles Leberheilpflanzen. Berberitze, Mariendistel und Schöllkraut haben wir schon angeschaut, Zinn auch. Und Cassia amara, das Bitterholz, das regt mehr die Galle an. Und eine Pflanze habe ich jetzt leider auch nicht mehr als Bild vorrätig gehabt, nämlich Fleur de Piedra, die Steinblüte. Die gilt als Spezifikum bei Knoten, auch in der Schilddrüse. Das ist also auch ein Leberheilmittel, das zwar ganz unspezifisch die Galle verbessert, also Gallenbildung und den Gallenfluss harmonisiert. Aber es ist eben auch ein Heilmittel, was ich gebe, wenn die Formprozesse in der Schilddrüse durcheinander geraten sind. Also bei Schilddrüsenknoten, bei der Struma nodosa beispielsweise, da ist die Flor de Piedra ein gutes Leberdrainagemittel. Ich verwende das Metaheptacol ganz viel, wenn die Menschen Gallensteinneigung haben, aber es ist auch ein unspezifisches Leberheilmittel, womit man die Leberwerte absenken kann. Und dann kommt jetzt die Frage, ja, Moment mal, das ist doch mit Alkohol, weil ganz viele Leute haben wahnsinnige Angst vor Alkohol, wenn sie was für die Leber tun wollen. Ich habe deswegen mir ein Zettelchen hier geholt von der Firma Pasco. Die Pasco hat mal den Alkoholgehalt berechnet von verschiedenen Nahrungsmitteln. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel 40% Alkoholtropfen, 20 Tropfen einnehmen, dann bekommen Sie 0,2 Gramm Alkohol. Das Metaheptacol, ich habe es jetzt hier vor mir, hat sogar weniger, es hat 34% Alkohol enthalten. Das heißt, wir kommen nicht mal auf 0,2 Gramm Alkohol. Wenn Sie aber ein Glas Apfelsaft mit 0,2 Liter trinken, also ein ganz gewöhnliches Glas Apfelsaft, dann haben Sie auch schon 1 Gramm Alkoholintus. Und das sage ich auch zum Beispiel auch immer den Schwangeren, wenn die was tun wollen, dann ist die Arzneiwirkung, wenn man nur einmal so ein paar Tröpfchen nimmt, kein Problem. Hier der Kefir, da hat schon ein halber Liter Kefir, hat 5 Gramm Alkohol und ein Glas Bier, 0,3 Liter, hat 10 Gramm Alkohol. Das heißt, die Tropfen in Wasser eingenommen, überhaupt kein Problem. Auch da gebe ich, wenn ich eine Leberkur mache mit den Leuten, gerne diese Wasserflaschenmethode. Bei Männern
die trinken gerne weniger, da nehme ich gerne die halbe Liter Flasche und träufel die gesamte Tagesdosis hinein von Metaheptacol, beispielsweise 60 bis 80 Tropfen. Das hat mein Papa gemacht und der hat, wie gesagt, seine ganze Gallenblase frei befreien können dadurch im Lauf der Monate. Und da war ganz brav mit dieser Zubereitung, indem er es wirklich konsequent jeden Tag in seine Halbliterflasche reingegeben hat. Und das ist toll, wenn man mit jedem Schluck einen Heilimpuls weitergeben kann. Wenn man erhöhtes Cholesterin hat, kann man auch Metaheptacol versuchen. Es wirkt also ganz besonders in den Cholesterinstoffwechsel von der Leber hinein. Da kann man dann zum Beispiel auch 2 bis 3 Mal am Tag 15 bis 20 Tropfen oder 25 Tropfen in ein bisschen Wasser oder Tee einnehmen. Und vielleicht, wenn man es schafft, noch gleichzeitig einen Tee trinken. Die Artischocke senkt ja am meisten die Leberfette oder die Triglyceride und das Cholesterin. Von allen Leberpflanzen ist sie die, die am stärksten auf die Blutfette einwirkt. Odermenig ist die Leberklette, werden wir noch sehen, ist auch in einem anderen Metapräparat drin. Die Olivenblätter senken auch ein bisschen den Cholesterinspiegel und Sonnenblumenblüten auch. Ich wollte auch dieses wunderschöne Bild da hineinbringen in die Serie. Die Cholesterinsenkerkur kann man zum Beispiel mal 6 oder 8 Wochen lang durchführen mit der beschriebenen Menge, wenn man es irgendwie schafft. Und ja, es ist natürlich immer bei Hypercholesterinämie oder wenn zu viele Triglyceride da sind, sinnvoll auf vegetarische und vegane Kost zu wechseln, weil allein mit veganer Kost kriegt man eigentlich die Triglyceride sofort in den Sinkflug. Aber ein normales Leben kann man weiterführen, wenn man auch ein paar cholesterinsenkende Arzneimittel bekommt. Und die Cholesterinsenker der Schulmedizin haben da schon auch Nachteile, dass sie recht stark nebenwirkungsbehaftet sind. Mein Lieblingsmittel, das ich am liebsten spritze, wie gesagt, Pferd, Hund, Mensch, alle kriegen von mir das Metahepat injiziert. Ich wechsle das Metahepat auch ab mit anderen Injektionspräparaten, weil manchmal, wenn Patienten sehr lange da sind, 3 Jahre oder 5 Jahre in der Praxis, dann ist es natürlich nicht gut, wenn man bei jeder Kur immer nur Metahepat empfiehlt. Da komme ich dann auch mal und mache dann Hepastannum oder Hepamagnesium und wähle auch mal eins der anderen Injektionspräparate. Aber wenn jemand wirklich Probleme mit der Leber hat, also wenn die Leber fibrotisch umgebaut wird, wenn wir Leberzysten haben oder die Leberwerte entgleist sind oder Blutgerinnungsstörungen oder, dann spritze ich sehr gerne das subkutan im Bauchraum. Der Olaf, mein Lebensgefährte, der spritzt es direkt immer über der Leber, tut ein bisschen mehr weh, wenn man intrakutan es direkt an der Leberzone, also über dem rechten Rippenbogen injiziert. Ich finde, im Bauchraum geht es genauso. Ich gebe dann immer die Lebermittel auf die rechte Seite und die Milz- oder Bauchspeicheldrüsen- oder Nierenmittel auf die linke Seite. Aber auch da kann man variieren. 2 Mal pro Woche injizieren, das dankt der Körper in der Regel, wenn man lang genug dranbleibt. Und die Zusammensetzung ist noch mal ein ganz kleines bisschen anders als das Präparat, was wir vorher gesehen haben. Da ist jetzt noch die Rindergalle drin. Als Organpräparat, was ich gut finde, und vor allem Phosphorus. Phosphorus ist ein ganz, ganz großes Erschöpfungsmittel aus der Homöopathie, mit dem ich allerbeste Erfahrung gemacht habe. Und ich erinnere mich da an eine Dame, die mit Erschöpfungssyndrom zu mir gekommen ist. Die kam extra aus der Schweiz angereist und meinte, sie ist eine Powerfrau gewesen bis zu ihrer Malaria-Erkrankung. Sie hatte also Malaria als Entwicklungshelferin bekommen in einem Land, in dem sie gearbeitet hat. Und die Malaria galt aus schulmedizinischer Sicht als ausgeheilt, aber von ihrer Energie, die sie ursprünglich hatte, hatte sie ihrer Aussage nach nur noch 20%. Und die kam also reingeschlichen wie ein Wrack in die Praxis und es war natürlich nicht eine Wunderheilung, dass sie dann gleich rausgesprungen ist wie ein junges Reh. Nein, ich habe ihr das Spritzen beigebracht, wie soll es auch anders sein, subkutan Spritzen im Bauchraum. Das ist mein Lieblingsdings. Warum? Weil die Patienten Selbstständigkeit bekommen dadurch und auch sowas schafft Vertrauen, wenn man nicht gleich sagt, sie müssen jetzt 2 Mal die Woche 3 Monate kommen, sondern wenn man sie in die Selbstständigkeit entlässt. Und die Patientin war recht dankbar. Die hat wegen ihrem Erschöpfungssyndrom die Mistel bekommen von mir, eine Mistel,
Tannenmistel, Kiefernmistel, die sind meine Lieblingsmisteln, weil die ein wenig Nebenwirkungen haben, aber große Wirkungen auch bei Erschöpfung. Und auf die eine Seite hat sie eben die Mistel injiziert und auf die andere Seite das Metahepat. Nach 4 Wochen habe ich gebeten, sie soll sich nochmal melden, hat sie sich gemeldet und meinte, ja, sie hat noch keine Wirkung, sage ich, durchhalten, weitermachen. Und sie hat weitergemacht und dann kam nach 3 Monaten die Rückmeldung, jetzt hat sie 80% ihrer Energie wieder, dank der Mistel in Kombination mit Metahepat. Fand ich also ganz beeindruckend, weil von alleine kommen solche Menschen oftmals nicht mehr auf die Beine und das sollte man auch bei Epstein-Barr-Viren zum Beispiel machen. Die hinterlassen auch in der Leber manchmal so ein bisschen einen Störherd oder die Leber wird mit affiziert von den Virusinfekten, von anderen Virusinfekten auch und kann natürlich nachhaltig zu Erschöpfungszuständen kommen. Und bei der Leber haben wir auch emotional eine Bandbreite von Erschöpfung, seelisch wie auch körperlich, von Melancholie bis zur Reizbarkeit. Und dank Phosphorus ist vor allem das Metahepat eben ein Heilmittel bei Erschöpfungszuständen, die von der Leber kommen. Dank Stannung ist es ein Heilmittel auch bei fibrotischem Umbau der Leber oder fibrotischen Umbauten in anderen Organen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Brusterkrankungen habe, Fibrome und so weiter, dann gebe ich auch Metahepat. Also ich kann gar nicht aufzählen, für welche Indikationen ich überhaupt das Metahepat einsetze oder auch andere Leberinjektionspräparate. Aber das ist eben eins, was ich doch am liebsten verordne, wenn ich ehrlich bin. Damit habe ich die besten Erfahrungen, wird super vertragen, gibt keine Nebenwirkungen bis jetzt bei all den Patienten, wo ich es verordnet habe, und aber große Effekte, vor allem auch, wenn Paare zum Beispiel nicht schwanger werden, wenn Kinderwunsch besteht, dann haben sehr oft die Spermien keine gute Qualität und die Qualität der Spermien hängt aber auch oft von den Entgiftungsorganen ab, Leber, Darm. Und da, wenn die Männer fit sind und bereit sind zu spritzen, dann kann man auch so ein Mannsbild gut durchputzen, indem man was für seine Leber tut und dann hat man eben auch die Entgiftungsorgane also gestärkt. Und ich erlebe es auch oft, dass die Paare erstmal entgiftet werden müssen und dass dann mit dem Kinderwunsch alles leichter wird und im Rahmen der Entgiftung entweder spritzen sie, wenn sie von der Reproduktionsmedizin kommen, können die meisten Paare eh schon spritzen, oder wir nehmen eben das Metaheptacol und in der Wasserflasche und entgiften erstmal so 6 bis 8 Wochen, bevor wir in die Fruchtbarkeitssteigerung einsteigen. Vorteil, es ist ganz hervorragend, dem Körper diese Unterstützung zu geben. Man kann es selber fein dosieren, aber wenn man es zum Entgiften gibt, die Lebermittel, da gibt es einen Lehrsatz, den ich schon am Anfang gelernt habe, als ich begonnen habe in der Praxis. Es heißt, keine Lebertherapie ohne Nierendrainage. Das heißt, man sollte die Stoffe, die dann in der Leber verpackt werden, die Umweltgifte, denen sollte man auch eine Möglichkeit geben, dass sie tatsächlich über die Nieren ausgeschieden werden. Und deswegen kombiniere ich ganz gerne Metasolidago, das Nierenmittel von Meta, mit Metahepat. Wie gesagt, getrennt aufgezogen, eins links, eins rechts. Der Bauchraum ist sehr dankbar und kann das gut wegstecken, wenn man es 2 bis 3 Mal die Woche injiziert, über ein paar Wochen hinweg, dann hat man ganz viel getan, weil die Entgiftungsorgane quasi wieder ihre Arbeit aufnehmen können. Ich nehme natürlich als Ergänzung zu den Metapräparaten auch noch zum Beispiel die Erdbeerblätter und Weinblätter kombiniert. Man sieht hier, beides hat mit Sünde zu tun. Der Wein, den genießen wir und dann schaden wir der Leber, und das Blatt an der Weinrebe, das wird ja auch als Heilmittel wiederum gebraucht. Und bei der Erdbeere ist es ähnlich. Die Erdbeere kann zu Erdbeerwein vergoren werden, wie wir es hier sehen. Und die Erdbeerblätter zeigen auch wiederum durch ihre Dreilappigkeit, eigentlich müssten alle Blätter, die für die Leber sind, 4-lappig sein, habe ich ja schon erklärt. Aber durch diese Lappigkeit hat man möglicherweise gefunden, dass die auch leberwirksam ist, die Erdbeere. Interessant, sie wirkt vor allem auf den Zuckerstoffwechsel in der Leber und ergänzt ideal auch die Injektionskuren mit Metahepat beispielsweise. Beide Arzneipflanzen, schreibt der Gierke, sind intensiv mit dem Zucker verbunden. Ja, wir essen ja die Weintrauben, sind das Süßeste, was wir haben, und die Erdbeeren.
Schon das Blatt der Weinrebe enthält auffällig viel Zucker. Damit stehen sie in einer weiteren Beziehung zur Leber, die das Zentralorgan des Zuckerstoffwechsels darstellt. Das heißt, wenn jetzt jemand Zuckerprobleme hat in der Familie, das ist ja ganz wichtig bei der Anamnese, dass man fragt, welche familiären Leiden bestehen. Und wenn es dann heißt, ja, die Oma hatte Diabetes, der Opa hatte Diabetes, dann sollte man auf seine Leber achten, damit es erst gar nicht dazu kommt, weil es das wichtige Organ im Zuckerstoffwechsel ist. Und da kann man natürlich die Metahepat zum Beispiel spritzen und gleichzeitig auch Hepatodoron-Tabletten zweimal täglich, drei, die werden langsam zerkaut. Es heißt, man soll sie so lange kauen, bis sie süßlich schmecken. Und das ist auch eine gute Einschlaf- und Durchschlafhilfe, wenn man eben was für die Leber tut. Leberspritzen gebe ich auch gerne abends. Und die Tabletten kann man aber morgens und abends kauen. Da wird man jetzt nicht müde davon. Und nicht missverstehen, es ist kein akutes Erste-Hilfemittel, wenn man akut schlaflos ist, wenn man sich aufgeregt hat oder so. Sondern es verbessert immer mehr den Schlaf, wenn die Leber gesund ist. Je länger wir was für die Leber tun. Und eine Ergänzung zu den Injektionen sind auch Schafgarben, Leberwickel und der Leberentlastungstrank. Man kann auch die Leber einreiben mit einer Zinnsalbe. Die Veleda hat zum Beispiel eine hervorragende Zinnsalbe. Da muss man einen guten Apotheker haben und der sucht einem die Veleda Zinnsalbe raus, das Stannum. Stannum 0,4%, Stannum D7 Salbe. Da gibt es viele Möglichkeiten. Denn Spritzen tue ich ja auch, wenn, wie gesagt, Virusinfekte die Erschöpfungsprozesse gebracht haben. Spritzen tue ich auch im Rahmen, wenn Chemotherapie gerade abläuft, dann als Begleitmedikation. Bei Tumorerkrankungen generell spritze ich sehr gerne das Metahepat, aber ich ergänze das Ganze eben auch noch mit Leberheilmitteln, wie eben Hepatodoron war das Basismittel damals, also vor 30 Jahren, als ich angefangen habe, da war es das Basismittel bei Leberzirrhose und allen Lebererkrankungen chronischer Art. Und die Schafgarbenleberwickel, da komme ich gleich noch drauf. Also auch das darf man lang nehmen. Schön finde ich, dass man gefunden hat, dass sogar antihepatotoxische Effekte bei der Schafgarbe vorhanden sind. Und die Schafgarbe hat wieder eine Farbe, aber in ihrer ist es nicht das Gelb, was uns interessiert. Vermutlich sind es aber die Flavonoide, die die Leber schützen. Sondern in ihr ist das ätherische Öl und das ist blau. Es ist ein Schafgarbenblauöl und blau ist die kühlste Farbe, die wir haben. Und die kühlt die Leber runter. Und das ist wahnsinnig wichtig. Deswegen gebe ich ganz gerne zum Beispiel die Lebermittel, also die Metaheptacol oder Metamarianum B12 in Schafgarbentee ein. Dass man zum Beispiel morgens und abends ein kleines Tässchen Schafgarbentee sich bereitet mit ein oder zwei Teelöffeln Schafgarbe, heiß überbrüht, lässt man mal 5 Minuten, 6, 7, 8 Minuten oder auch länger ziehen. Und dann kippt man im trinkwarmen Zustand zum Beispiel in jede Tasse 20 oder 30 Tropfen hinein von Metaheptacol oder 20 Tropfen Metamarianum B12. Mehr, wie gesagt, das Metaheptacol bei Gallenproblematik, weniger bei Darm, während Metamarianum B12 mehr eben Richtung Leber und Darm wirkt. Beide können auch nach Gallenblasenentfernung gegeben werden, weil mit der Entfernung der Gallenblase fangen ja eigentlich die Gallenprobleme erst richtig an oder die Fettverdauungsstörungen. Und da ist es gut, wenn man rund ums Essen was Bitteres und Leberheilsames zuführt. Ja, und die Schafgarbe ist eben auch in Form von Schafgarbenleberwickel oder auch es gibt ein fertiges Kräuterkissen, das man dann so im Dampfgartopf erwärmen kann und dann über die Leber legt, natürlich nicht brüllend heiß. Das ist auch sehr dankbare Ergänzung zu Injektions- oder Einnahmepräparaten. Der Schafgarbenleberwickel hier ist eins meiner Lieblingsmittel in der Praxis. Ich habe jetzt kein Bild, wie wir es gemacht haben. Sie müssen einfach die Beschreibung mal durchlesen. Das ist der Klassiker in der Naturheilpraxis, wenn Sie die Leber besänftigen wollen. Wir haben ja schon gesagt, die Leber hat emotional auch eine große Bandbreite, die reicht von Melancholie, Antriebsschwäche, man spricht ja auch von einer Leberdepression und Erschöpfungszustände und auf der anderen Seite auch die Reizbarkeit. Reizbarkeit ist ein Leitsymptom von Erschöpfungszuständen. Also wenn ein Mensch zu erschöpft ist, um seine Aufgaben zu erledigen, wird er in der Regel immer reizbarer. Ich erlebe das in der Frauenpraxis, dass Frauen
die zum Beispiel, wenn sie daheim überfordert sind, schreien, dass die eigentlich erschöpft sind und man wieder auch Energie zuführen müsste. Und die Leber ist ja ein Energielieferant in jeder Hinsicht. Aber die Reizbarkeit ist meistens Leber oder auch Schilddrüse oder Leber und Schilddrüse. Und eine kleine Anekdote dazu. Wir haben ja immer mal wieder ganz ungeduldige und reizbare Patienten in der Praxis und so eine kam eben auch. Ich hatte eine Patientin, die sehr glücklich war mit ihrer Therapie und die hat dann gleich ihre Freundin aus Polen mitgebracht und hat simultan übersetzt. Und während ich so Anamnese gemacht habe und gefragt habe nach den Symptomen, Leber, Galle, irgendwas, frage ich dann eben auch standardmäßig, ob sie reizbar ist. Und die Frau, die das simultan übersetzt hat aus Polnisch, die hat dann aus der Pistole rausgeschossen, ja, reizbar, wie ein Pitbull. Und dann war für mich klar, das ist das Stichwort, die legen wir erstmal in einen Schafgarben-Leberwickel. Wir haben so tolle Erfahrungen mit dem Schafgarben-Leberwickel, es wäre schade, gerade wenn man dieses Instrument nicht nutzen würde, wenn einem die Galle übergelaufen ist, wenn die Laus auf der Leber ist, dann ist der Schafgarben-Leberwickel genial. Ich habe es auch einer anderen Patientin beispielsweise mal gegeben. Ich hatte mal eine Praxis, wo ich eine Glastür hatte und hinter der Glastür hat man dann gesehen, wenn Patienten so ganz ungeduldig im Vorraum hin und her spazieren. Und bei der Dame habe ich schon gesehen, dass sie ganz ungeduldig ist und eben hin und her spaziert und nicht abwarten kann, dass sie endlich behandelt wird. Und als sie dann drin saß, haben wir auch über Wut und Aggressionen geredet. Die Leber ist ja auch das Wutorgan, während die Nieren das Angstorgan sind. Also Nierensteine sind Angststeine, Gallensteine, Wutsteine, sagt man ja so im Volksmund. Und das hat durchaus seine Berechtigung. Und diese Patientin hat mir berichtet, dass sie mit ihrer Schwiegertochter so viele Probleme hat. Sie ärgert sich also wirklich grün und blau wegen der Schwiegertochter. Und überhaupt alle ihre Freundinnen haben auch Schwiegertöchter, mit denen sie Ärger haben. Ja, und wenn einem die Laus über die Leber gelaufen ist und man so ärgerlich geworden ist und überhaupt nicht mehr versöhnlich, Schafgarben-Leberwickel, erste Hilfe. Ich habe die Dame dann, beziehungsweise meine Mitarbeiterin hat die Dame dann in einen Schafgarben-Leberwickel gelegt und ich kam dann nach 10 Minuten rein, um zu gucken, ob alles gut ist. Und dann meinte diese Dame, die da so im Wickel wie im Kokon drin lag, ist mein Urlaub für die Leber schon vorbei? Meinte ich, nein, Sie bleiben jetzt erstmal eine halbe Stunde hier drin. Und der Effekt ist auch immer derselbe. Die Leute kommen runter, die Galle beruhigt sich, die Galle und die Leber kriegt eine richtige schöne Entspannungskur. Allein ein warmer, feuchter Lappen mit einer Wärmflasche tut natürlich schon gut, aber die Schafgarbe, wie gesagt, hat im ätherischen Öl das blaue Prinzip und kühlt die Leber eben auch runter. Und ich erlebe immer wieder, dass die Leute unter dem Schafgarben-Leberwickel einschlafen, also selig, wie die Babys schlafen die weg. Und deswegen meine Patientinnen, die nehmen einen Schafgarben-Leberwickel eben mit Schafgarben-Tee und nicht mit Pulver. Pulver machen wir in der Praxis und die nehmen den Wickel mit ins Bett und ziehen den dann irgendwann in der Nacht raus. Und fast jeder schläft ratzfatz ein mit einem Schafgarben-Leberwickel. Ideale Ergänzung zu Leberheilmitteln, seien sie gespritzt oder eingenommen. Ja, die Leber, ich habe es schon gesagt, hier habe ich die Zusammensetzung des dritten Präparates für die Leber, Metamarianum B12, ein Metafakler. Da ist jetzt der Wermut drin, im Gegensatz zu den anderen Mitteln, eine ganz bittere Pflanze, die aber auch eine leberschützende Wirkung hat und galletreibend und gallebildend und so weiter. Und es ist auch noch Magnesium sulfuricum, das Passagesalz drin. Das heißt, es ist die stärkste auf die Verdauung wirkende Leberarznei, die mir bekannt ist. Und ich erinnere mich an einen Verwandten, der irgendwann mal kam und meinte, kannst du mir nicht helfen? Ich habe ein Problem mit der Verdauung. Ich habe Stuhlverstopfung, hat er mir dann gebeichtet. Massivste Stuhlverstopfung, so hart, dass es wehtut, wenn der Stuhl rauskommt. Der hatte Analfissuren deswegen schon. Und es hat höllisch gebrannt, jeder Stuhlgang. Und sein Internist hat ihm 1000 Milligramm Ibuprofen jeden Tag gegen die Schmerzen bei der Defekation verordnet. Ich habe dann nur gesagt, hier ist ein Mülleimer, da kannst du das Ibuprofen reinwerfen. Nichts gegen Ibuprofen. Ich finde Ibuprofen super, wenn man es einmal nimmt, aber
aber nicht, wenn man es als Dauermedikation verordnet bekommt. Und ich habe gesagt, jetzt nimmst du mal ein Lebermittel hochdosiert und gleichzeitig bekommst du auch noch eine paar Symbionten reingepfiffen und trinkst mal ganz viel. Und siehe da, er hat also vom ersten Tag an leichteren Stuhlgang gehabt, mit 2-3 Mal am Tag, so die 20 Tropfen kann man dem jungen Mann schon zumuten. Und eventuell auch noch die Natrium-Sulfuricum-Tabletten als Schüsslersalz noch dazu, das auf die Leber und als Glaubersalz in potenzierter Form eben wirkt. Und damit kann man einen weichen Stuhl normalerweise erreichen. Merke, es ist immer die Stuhlverstopfung, hängt entweder an der Schilddrüse oder an der Leber. Und mit so einer Kombination kriegt man eigentlich das wieder hin. Ich habe hiermit kein Heilversprechen gegeben, sondern nur Erfahrungen mitgeteilt, Praxiserfahrungen. Und die Zusammensetzung, wie gesagt, bringt alles ins Fließen der Wermut. Der Wermut wird in der Volksmedizin auch sehr schön beschrieben von Johann Künzle, Kräuterpfarrer Künzle, der das schöne Buch Kraut und Unkraut geschrieben hat. Der hat geschrieben, ist einer grün wie ein Laubfrosch, mager wie eine Pappel, nimmt täglich an Gewicht und Humor ab und wirft auch keinen Schatten mehr. Der probiere es mit einem Teelöffel voll Wermut alle 2 Stunden. Das zeigt schon, wie vorsichtig man Wermut dosieren muss. Wermut übrigens, Wermutarzneien machen auch geistig klar. Das ist das Interessante. Ich habe einen Vortrag dazu gehört von dem Fintelmann, Professor Fintelmann in Hanau auf dem Heilpraktikerkongress, wo Olaf und ich auch einen Vortrag gehalten hatten. Und er hat gesagt, er bereitet sich morgens vor der Arbeit immer eine Tasse Wermuttee zu. Und der Wermut, das dachte ich mir dann, das probiere ich jetzt auch, macht tatsächlich geistig klar. Aber Wermuttee ist heftig, da nehme ich dann lieber von Ceres die Artemisia oder ich nehme eben das Metamarianum B12, wo der Absinth in dezenter Form drin ist. Man muss nur aufpassen, dass man den Wermut tatsächlich nicht überdosiert, weil da kann die Galle schon mal überschwappen. Ich hatte mal eine Patientin, das ist aber nicht mit einem Metapräparat passiert, der habe ich ein Lebermittel ganz hoch dosiert gegeben und nach einiger Zeit meldet sie sich wieder und frage ich, und wie geht's? Und sagt sie, ja, vorher habe ich gedacht, mein Chef ist ein Arschloch, jetzt habe ich es ihm gesagt. Also das kann tatsächlich ein Nebeneffekt von Absinth oder hochdosierten Wermuttee auch sein, also Ceres Absinth, dass die Galle tatsächlich mal richtig überschwappt. Gut zur Klärung der Lebenssituation vielleicht. Also der Chef hat es vielleicht auch mal gebraucht, gesagt zu bekommen, wie er ist. Also jedenfalls der Wermut macht auch geistig klar und deswegen ist auch die Lebertherapie wichtig für Konzentrationsförderung. Wir wissen, dass der Leberkranke irgendwann auch eine Form von Leberdemenz bekommt. Also von daher ist es ganz interessant, auch lange am Ball zu bleiben mit der Lebertherapie. Die Wirkungen sind bekannt. Und vor allem ist es die Gallenflüssigkeit, die eben auch in der Zusammensetzung verbessert wird und die gesamte Verdauung wird eigentlich angeregt. Alle Verdauungsdrüsen fangen an zu arbeiten, wenn man Wermut in kleinen, dezenten Dosierungen, wie sie in den Kombipräparaten enthalten sind, zuführt. Kann man auch bei chronischer Gastritis machen, bei Altersgastritis und eben auch nach Gallenblasenentfernung ist das Präparat nicht ganz uninteressant, weil der Wermut ist sehr stark Gallenfluss anregend und es ist vor allem nach Gallenblasenentfernung wichtig, dass man was für die Galle tut, bevor man isst, damit es nicht ganz schwer ist. Ich habe zum Beispiel einen Koch, der ist hat die Gallenblase entfernt und hat jetzt immer wieder Verdauungsprobleme und immer wenn er ein Problem hat, fängt er an, Wermut zu nehmen in der einen oder anderen Form. Ja, und der Odermännig, das ist die Leberklette der Volksmedizin, ist eben in dem Metamarianum B12 auch drin. Odermännig habe ich als Leberklette kennengelernt, gelbe Blüte, aber es ist eine interessante Leberpflanze, weil es wieder eine Pflanze ist, die nicht arbeitet über Anregung der Leber direkt, sondern indirekt. Und sie arbeitet anders als die anderen Leberheilpflanzen, die alle über gelbe Farbstoffe verfügen, arbeitet sie auch mit gelben Farbstoffen, aber vor allem hat man sie
zum Beruhigen der Leber auch genommen, weil sie ist grün. Sie ist eine Pflanze, die zum Grünfärben gebraucht wurde von Wolle oder anderen Stoffen. Und diese grüne Farbe, die deutet darauf hin, dass sie sehr venusisch ist und die Galle sehr gut beruhigt. Das heißt, das ist mein Basistee für die Galle, zum Beispiel mit Odermännigkraut. Und Odermännig ist ein Edelkraut zu der verstopften Leber mit Wein oder Wasser gesotten und dem Kranken dargereicht, schreibt wiederum Matthiolus. Ich gebe es ganz gerne bei Reizdarm, der auch mit der Leber gerne zusammenhängt. Und man hat ja auch zum Beispiel Lebererkrankungen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, es gibt die Fettleber, 2 Millionen Menschen sollen betroffen sein. 1,5 Millionen Menschen, sagt man, sind betroffen von Virushepatitis und von der sogenannten sklerosierenden Cholangitis oder von der Autoimmunhepatitis. Also diese Erkrankungen bringen tatsächlich 1,5 Millionen Menschen an den Rand, psychisch wie auch körperlich, weil alles hat ja seine Rückwirkung. Und die Odermännigpflanze habe ich als erstes kennengelernt vom Dr. Ammann als Reizdarmpflanze. Das heißt, ich würde sie auch bei Colitis, Cholangitis und so weiter anwenden, also bei entzündlichen Prozessen im Bauchraum im weitesten Sinne. Das ist mal eine meiner Lieblingsteemischungen, kann man sich im Kräuterladen mischen lassen. Kann man auch endlos trinken, also darf man wirklich parallel zu einer Leberentgiftung beispielsweise jeden Tag mal 2 oder 3 Tassen trinken, natürlich eher ungesüßt. Es geht auch, spricht nichts dagegen, wenn man es dann 3 oder 4 oder 5 Monate macht oder auch ein ganzes Jahr. Da können Reizdarmbeschwerden deutlich zurückgehen, wenn man das konsequent und hochdosiert lange Zeit nimmt. Hier ist die Signatur der Entgiftungspflanze, es ist die Leberklette. Merke, Stacheln, Dornen, Klettfrüchte, Brennhaare sind Signaturen, also Zeichen, die darauf hindeuten, dass eine Pflanze das Blut reinigt, entgiftet, die Entgiftungsorgane stärkt. Die Artischocke ist jetzt leider in keinem Präparat von der Metafakler drin, deswegen habe ich mir erlaubt, zum Senken der Blutfette zum Beispiel neben dem Metaheptacol noch Ceres Cynara Scolymus zu verorten. Die Urtinktur von Ceres kann in geringen Dosierungen gegeben werden. Wir haben über das Senken schon ein bisschen geredet, aber man hat hier Studien gemacht, die sehr interessant sind. 553 Patienten mit Verdauungsproblemen wurden behandelt. Innerhalb von 2 Wochen haben sich die Beschwerden gebessert und auch Cholesterin und Triglyceridwerte nahmen signifikant ab. Das sollte uns hellhörig machen und sagen, okay, jetzt verwende ich auch die Artischocke. Ein Rezept, das von meinem Liebsten stammt, der Artischockenessig, den kann man ganz leicht machen, indem man im Garten sich die Artischocke einfach einpflanzt und dann merkt man, das ist ein Jupiter-Prinzip, die breitet sich aus, die braucht viel Platz und das ist auch tatsächlich eine Signatur des Jupiters. Und die Blätter von der Artischocke, man kann schon die Hüllblätter nehmen von der Blüte und natürlich die Laubblätter, die kann man fein zerkleinern und in Essig ansetzen, wie ich es hier beschreibe, oder auch in Oxymel, also in einer Honig-Essig-Mischung und dann als Heilmittel für die Leber gebrauchen. Also es ist durchaus sehr wertvoll, was ihr alles leistet, habe ich hier zusammengeführt. Und interessant, in den Ländern, in den mediterranen Ländern, da ist die Artischocke die Leberparenchympflanze Nummer 1 und bei uns ist es die Mariendistel. Beide zusammen oder im Wechsel gebraucht sind tatsächlich interessant für Leber und Galle. Der Löwenzahn ist auch eine Pflanze, die ich sehr gerne verordne, weil er einen Bezug zu den Umweltgiften sehr deutlich zeigt. Den Löwenzahn finden wir bis zu unserer Haustür wachsend und er ist Bestandteil beispielsweise von dem Metaharonga, das auf die Bauchspeicheldrüse abzielt. Und wenn wir die Bauchspeicheldrüse regenerieren wollen, zum Beispiel bei Nahrungsunverträglichkeiten, das ist für mich eine inakzeptable Diagnose, dann muss man was für die Leber tun, die Symbiose-Lenkung betreiben und man kann zum Beispiel das Lebermittel Metamarianum B12 mit Metaharonga mischen, wieder in der Wasserflasche drin. Da hat man es am einfachsten und Halbliterflasche kriegt man im Laufe des Tages auch aufgetrunken. Oder man gibt beide Tropfen einfach zusammen in ein Wasserglas, zum Beispiel so einen Schluck Wasser und träufelt da morgens und abends jeweils 20 Tropfen hinein und trinkt es und lässt es im Mund zergehen, diesen Schluck.
ein paar Minuten lang kurz vorm Essen. Übrigens, das ist keine klassische Homöopathie, wo man dann gleichzeitig auf keinen Fall ein Kaugummi essen darf und einen Kaffee trinken darf. Nein, im Gegenteil, alles darf weitergelebt werden. Und wenn man genug Bitterstoffe zuführt, Metamarianum, Metaharonga längere Zeit nimmt, nehmen Blähungen ab, Nahrungsunverträglichkeiten. Und manchmal kann man dann auch wieder den Latte Macchiato trinken mit einem ganz normalen Milchschaum und muss nicht dieses ekelhafte, Entschuldigung, ist mir jetzt rausgerutscht, Sojamilchschaum trinken, sondern kann es ganz normal auch genießen, so einen Latte Macchiato. Weil die Nahrungsunverträglichkeiten kommen von der Leber und von der Bauchspeicheldrüse und die haben wir beide abgedeckt in dieser Kombination. Hier sieht man den Bezug von der Pflanze zur Lymphe, weil der Milchsaft hat eine Analogie, eine Verwandtschaft zur Lymphe in unserem Körper. Und die jungen Blütenknöpfe, wenn sie die finden, dann schicken Sie bitte Kinder in die Wiese, die sollen Ihnen ganz viel davon zusammensammeln, mehrere Hände davon und das Ganze dann braten in Öl. Hier haben wir so einen Wildniskocher, ein Freund von uns stellt die her. Und das ist natürlich gerade ein Erlebnis rund um Ostern herum, wenn man rausgeht in die Wiese mit den Kindern und dann die Blütenköpfchen, die noch ganz dicht an der Erde unten sitzen, in Olivenöl brät, mit Kräutersalz ein bisschen überstreut und dann auf einem schönen Vollkornbrot mit einer Biobutter isst. Das ist, ja, das schmeckt ungeheuerlich. Das ist halt die wahre Sternenküche, die 1000-Sternenküche. Und die Kinder lieben sowas und die Erwachsenen tun sich was Gutes, weil der Löwenzahn ist eine der reichhaltigsten Pflanzen, was Vitamin A angeht, also Provitamin A, die Carotinoide. Da enthält er wirklich mehr als jede andere heimische Pflanze und das sind Heilstoffe für die Leber. Ich sage immer, wenn ich Leberbehandlung mache, essen Sie gelb. Das heißt, der Rat, gelb zu essen, schließt zum Beispiel ein Kürbis, Karotte, Sanddorn, aber eben auch die Blütenknöpfe oder auch die Blätter vom Löwenzahn enthalten ganz reichlich Carotinoide. Und eine weitere Heilspeise erblickt man hier, da läuft mir jetzt gleich das Wasser im Mund zusammen, nämlich die Tomate. Man hat den Tomatenfarbstoff Lycopin untersucht und festgestellt, dass der sogar fibrosierte Leber rückgängig machen kann. Die anthroposophische Medizin gebraucht da die Misteltherapie und nach der Misteltherapie kommt Lycopin zum Einsatz und da kann man also die Leber sozusagen wieder glätten und das Leberparenchym wieder funktionstüchtig machen. Zumindest versuchen kann man es. Die Ergebnisse sind sehr gut. Matthias Gierke beschreibt es, dass auch die Leber geheilt wird durch die Tomate. Er schreibt, möglicherweise ist eine Sequenztherapie mit initialem Einsatz der Mistel und nachfolgend Solanum Lycopersicum besonders geeignet. Hierunter ist eine Senkung der Viruslast, also wenn Virushepatitis besteht, der Transaminasen, das sind die Leberwerte, die gerne erhöht sind, und eine Ausheilungsrate möglich. Das ist natürlich eine große Bandbreite, aber wenn man selber betroffen ist, dann sucht man händeringend nach Lösungen, wie die Leber sich wieder regenerieren kann. Und es wurde eine Fibrose-Reduktion, also das bedeutet für alle die jetzt das noch nicht so wissen, die Leber, je mehr fibrotisch eingebaut wird, umso weniger funktionieren die Zellen und das ist vor allem bei der Leberzirrhose eben der Fall und die ist ja eine Folgeerscheinung ganz gerne auch von einer Hepatitis und die Hepatitis wiederum geht einher mit Erschöpfungszuständen. Wir Heilpraktiker dürfen nicht und wollen auch gar keine Hepatitis behandeln, aber wir dürfen allen Leberschwächlingen dieser Welt sagen, esst gelb für die Leber. Und da gehört eben die Tomate dazu, deren Lycopin hier verarbeitet wird in den Schweizer Tabletten. Also Willi der Schweiz hat da Tabletten aus dem Kraut, sollte man nicht selber machen, da sind dann auch Solanine drin. Muss potenziert werden. Aber im Hausgebrauch können wir die Tomate als Heilspeise für die Leber eben 2/3 gekocht und 1/3 roh zuführen. Das heißt, Tomate mit Mozzarella essen ist schon mal eine Heilspeise für die Leber, aber besser ist es noch Tomatensugo, Tomatensuppe, also tatsächlich die gekochten Zubereitungen der Tomate. Die enthalten reichlich Lycopin.
Ein allerletztes Heilmittel, das ich Ihnen noch andienen möchte, was alle Lebertherapien ergänzen kann, weil wir sind irgendwann froh, wenn wir die Naturheilmittel ergänzen können aus dem Gewürzregal, denn Kurkuma, also die Gelbwurz, ist in jedem Gewürzregal zu Hause Bestandteil von Currymischungen und da gibt es einfach keinen Beipackzettel. Das heißt, man kann es jeder Patientin, jedem Patienten andienen, diesen Trank einfach mal zu versuchen, den ich Ihnen gleich zeigen werde. Sie ist seit Urzeiten in der Volksheilkunde in den Ländern, wo sie vorkommt, also speziell Indien und Thailand und so weiter, ist sie gegen Gelbsucht und Leberleiden gebraucht worden, die Gelbwurz. Und sie färbt ja auch gelb und darin findet man eben die Analogie zur Gelbsucht und zu Leber- und Gallenleiden. Und man hat etliche Wirkungen inzwischen nachgewiesen der Kurkuma-Pflanze. Galle bildend, galletreibend, leberschützend, immunmodellierend, krebsfeindlich, neuroprotektiv. Sie schützt uns auch vor Demenz gewissermaßen. Antidepressiv, also eine gewisse Stimmungsaufhellung, erreichen wir durch Gelbwurz. Antioxidativ, entzündungswidrig, antimikrobiell, antiviral, schmerzlindernd, was wollen wir mehr? All das findet sich in diesem Gewürz und ja, es kommen dann natürlich die Hersteller von den Nahrungsergänzungsmitteln und sagen, wir haben das Beste und Bioverfügbarste, aber ich gehe immer wieder zurück zum Gewürzregal und trainiere meine Patienten darauf, sich einen Trank daraus zuzubereiten und ganz ehrlich, es ist billiger als jedes Nahrungsergänzungsmittel und fast genauso effektiv vermutlich, weil die Patienten berichten eigentlich alle, dass sie einen Energiezugewinn haben, wenn sie diesen Trank jeden Tag trinken. Und auch bei Migräne und Kopfschmerzen verordne ich das ganz gerne als Leberentlastungstrank, dass man einfach eine Messerspitze, dann fragen wieder die Leute, was ist eine Messerspitze? Also eine großzügige Messerspitze ist das, was man auf den Daumennagel häufen kann an Pulver. Eine kleine Messerspitze wäre ungefähr das, was man auf den kleinen Fingernagel drauf häufen kann. Und ja, es gibt keinen ersten Preis fürs Bravsein. Finden Sie selbst raus, wo Ihre Dosis ist, sage ich immer zu den Patienten. Die sollen einfach gucken, wo ist mein Wohlgefühl gegeben. Ich gebe mir auch mal einen halben Teelöffel und mehr von dem Kurkuma-Pulver ins Glas. Dann übergieße ich das Ganze mit einem frischen Bio-Zitronenpresssaft. Dann kommt noch ein Teelöffelchen Ahornsirup oder Bio-Imker-Honig dazu. Und eine Prise schwarzer Pfeffer, weil der schwarze Pfeffer die Bioverfügbarkeit steigert. Und schließlich am Schluss noch trinkwarmes, abgekochtes Wasser. Im Ayurveda, wo der Trank herkommt, kocht man das Wasser ungefähr 20 Minuten ab, damit es neutrales Waschwasser für die Mitochondrien ist. Also im Rahmen von Entgiftungskuren, wo man die Leber stärken möchte, kann ich nur sagen, wirken all diese Mittel hervorragend zusammen. Und wenn ich nichts anderes tun kann, auch aus finanziellen Gründen, vielleicht bei bestimmten Menschen, dann gebe ich ihnen wenigstens den Leberentlastungstrank mit Kurkuma, weil ein Zugewinn an Lebenskraft tatsächlich spürbar ist. Es gibt auch keine Begrenzung zeitlich für Leberkuren. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, die Leber ist sehr regenerationsfähig, aber man braucht vielleicht, um eine kaputt gemachte Leber wieder zu reparieren, schon ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Es hängt davon ab, wie lange das Problem und wie tief sitzend es ist. Und gerade die Fettleber, da sollte man natürlich auch die Ernährung ein bisschen umstellen. Wir diskutieren ja heute, ob die Fettleber eventuell von zu viel Fructose auch entstehen kann. Das heißt, wenn Menschen jetzt nur noch Apfelsaft trinken, dann haben wir vielleicht ein Problem, dass wir auf der einen Seite Leberheilmittel geben und auf der anderen Seite die Leber wieder mit dem Apfelsaft Alkohol. Ich erinnere Sie dran, ein Glas Apfelsaft, 0,2 Liter enthält 1 Gramm Alkohol. Also das sollte man seinen Kindern vor allem nicht antun. Und das wäre vielleicht noch eine letzte Frage. Kann ich die Mittel alle auch bei Kindern anwenden? Ja, in kleinen Dosierungen spricht nichts dagegen. Man kann zum Beispiel die Metahepat-Ampullen als Trinkampullen auch verordnen, wenn die Leber zum Beispiel durch ein Antibiotikum die Leberwerte entgleist sind und man möchte da einfach mal ein paar Wochen lang dem Kind auch eine Unterstützung geben. Also auch das geht. Ja,
Ich möchte noch kurz hinweisen, dass wir noch weiterführende Veranstaltungen haben. Also wenn es Ihnen jetzt gefallen hat und wenn ich Sie inspirieren durfte, was ich doch sehr hoffe, im Umgang mit den Metapräparaten rund um die Leber oder auch mit den Ergänzungsmitteln, dann besuchen Sie uns doch bitte einfach im Internet und abonnieren ganz unverbindlich unseren Newsletter. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, dass Sie jetzt einiges profitiert haben von diesem Vortrag über die Grünkraft oder Gelbkraft für die Leber. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen, machen Sie es gut und ich wünsche Ihnen vor allem, dass sich Ihre Leber glättet, so sagen es die Chinesen, das Leberorgan als Psychoorgan, dass Sie also da Lebenskraft bekommen und weder melancholisch noch reizbar werden. Viel Glück damit. Tschüss, auf Wiedersehen.